Guck morgen Jungs und andere, die hier, da und dort gucken. Willkommen zurück zu einem weiteren Video, in dem ich twerke. Ups, sorry, falscher Kanal. Es gibt Gold-RP natürlich. Also genießt wie Rentner die Hoffnung in die Jugend verlieren. Und ein Like und Abo hätte auch ganz fett Ehre. Und so ganz nebenbei Obama meinen Sohn kommentieren, weil Obama verlangt das von mir, sonst kriege ich meinen Sohn nicht wieder. Hallo, ist da die krosse Krabbe? Nein, hier ist Henry! Einzigartige Features wie Quest-Einreise. Will ich eine gottverdammte Quest-Einreise? Okay, komm, was soll man machen? Let's go. Ist doch nicht so wild, Jungs. Ist doch nur was Neues. Probiert euch mal aus. Seid mal ein bisschen kreativ. Ja, finde ich gar nicht schlecht, bin ich ehrlich. Ich mag den Song. Positive Überraschung. Gibt's auch nicht häufig. Alles klar, die haben aber auch 1000 Aufnahmen davon genommen. Oh, alle. Ja. Yeah. Oh, Luke Skywalker. Johnny Sins. Nice. Ah, okay. Vorname, Henry. Nachname, Guruke. Komm, Guruke. Ey, yo, Kollege, hast du das Quiz irgendwie ein bisschen verstanden? Kollege, hallo? Er ist weggerannt. Eine traurige Angelegenheit, kann ich ihm noch hinterher schauen? Er ist nach da hinten gerannt. Okay, dann muss ich mich ganz schnell professionell kurz anziehen. Sandalen-Drip. Geil. Okay, wer von euch will einen Flip-Flop ins Gesicht? Wie reden Sie bitte? Hallo, es gibt Leute, die das mögen. Wenn ich eingereist bin, ne, dann werden Sie winnen. Was wäre dann, hä? Du mit deinem Aktenkoffer, Digga. Was denkst du, wer du bist? Mano, rede nicht so frech. Sorry, okay, chill. Kommst du aus dem Kartell oder was, ne? Ja, komm ich. Bist du da öfter so aufgekommen, dass du jetzt die ganze Zeit im Stillmodus bist oder kannst du auch umschalten? Wie redest du? Ja, wie redest du, Digga? Sag mal leise, du Schwule. Was haben Schwule dir jetzt getan? Lass meinen Hermano in Ruhe. Du siehst aus wie ein Obdachloser. Und du siehst aus, als hättest du den Bartwuchs, den du da trägst, nicht verdient. Halt deine Fresse. Gleich verfütter ich dich an Johnny, den Hippie, wenn du so weitermachst. Weißt du, was meine Mutter mit dir gemacht hätte? Was denn? Sie hätte dich ertränkt in Mexiko. In Mexiko gibt's doch so wenig Wasser. Boah, ich weiß, das ist Afrika. Unangenehm. Oh, Johnny der Hippie! Jo, wo bist du denn? Ist auch egal. Herzlich willkommen in North Yankton. Hier ist die Welt ein bisschen anders. Ich glaube, ich soll das noch abbrechen. Hermano, komm zurück und entschuldige dich auf Knien. Oder du wirst noch sehen. Entschuldigung, wer hat dem fetten Jungen eigentlich so eine Erlaubnis gegeben, eigentlich so mit mir zu reden? Weißt du, diese Übung kannst du perfekt auch eigentlich öfter ausführen, weil dann wärst du auch nicht so übergewichtig. Hermano, du wirst noch sehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich gerade zitter. Jetzt geh auf die Knie, Hermano, und bettel um dein Vergehen. Ja, machst du gleich mit, kann ein paar Push-Ups machen für dein Übergewicht, du weißt schon, dann können deine Männertitten schön an deinem Bauchnabel ein bisschen rumfummeln. Was redest du? Du wirst doch sehen. Ich darf Leute nicht mehr als fett beleidigen, verstehe. Ey, wer bist du? Wer bist du? Was will Johnny der Hippie jetzt zu mir? Geh zur nächsten Aufgabe. Hier, brauchst du Hilfe? Ja, bitte. Warum sieht jeder, der mir helfen soll, anscheinend so crack-abhängig aus? Jungs, okay, was soll das? Jungs, was habt ihr gemacht? Ich klebe an der Decke. Wow, Jungs, das ist ganz schön viel. Der Motor will nicht. Irgendwas ist falsch und das macht mir Angst. Oh ja, das habt ihr echt toll gemacht, Jungs. Ich glaube, ich hole mir mal ein Auto. Dankeschön, euch auch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich fühle mich fantastisch. Es funktioniert noch. Keine Sorge. Hermano. Warum kann ich mit denen nicht fahren? Es ist komisch, es ist sass, dieses Server ist kacke und dieser Junge war komisch. Aber warum kann ich nicht fahren? Ich habe den Motor anscheinend angeschalten, aber ich fühl's nicht. Ja, also, wenigstens kann ich aussteigen. Das ist schon mal etwas. Jetzt hat 18 Uhr für eine kurze Fixungsarbeit statt. Ihr denkt, dass ich weiter auf Astrolife chille für eine Einreise, die absolut keinen Sinn ergibt und alles kacke ist und mein Leben keinen Sinn ergibt. Okay, neuer Server, neues Glück. Ich auf München-RP, habe ich das schon probiert? Ich hab Bock auf München-RP. München-RP ist geil. Ich bin ready. Warum lebe ich? Ich wurde hier gebannt. Ja, stimmt, hier war ich ja gebannt. Was ist daran twerking? Oh, damn, ja, Alter, jetzt fühle ich meinen Tusi-Slide gerade eben. Was kann ich denn noch machen? Oh, Gangbanger V3. Alter, Digga, was ist das für Tänze? Ich kann das nicht. Was ist denn Crouch? Ich bin... Zählen Sie bitte, wie oft Sie schon mal aus Maul bekommen haben, in den Kommentaren auf. Danke. Ey, Bruder, kannst du kurz jetzt einsteigen? Ich sehe euch alle nicht. Ich weiß nicht. Meine Augen funktionieren gerade nicht richtig. Steig mal kurz hier ein. Digga, hast du mich gerade nicht gehört oder bist du ein bisschen... Kannst du einsteigen? Okay, nee, du kannst mich mal sowas von. Bist denn du für einen Hund? Lol, ihr existiert ja wirklich. Jungs! Ja. Wenn ich jetzt falle, würde einer von euch mich auffangen? Ja. Ich fang mich, Schnucki. Ich schätze mein Vertrauen in dich. Wow. Okay. Viel Spaß euch noch. Ey, yo, ist der Wagen hier irgendwie zu haben? Danke. Ist der Wagen rein theoretisch noch zu haben? Muss nur aufs richtige Angebot drauf ankommen. Was sagst du zu 25.000? Na. One-Time-Deal, das war das Angebot deines Lebens, mein Junge.
Oh, cool. Ja, alles gut, ich habe einen gefunden, der ist gratis, geil. Oh, was ist denn hier passiert? Wegfahren, los. Ist er angefahren worden? Hast du zwei Beine, fährst du weg. Ich mache ja gar nichts. Fahren Sie jetzt weg. Der Herr, Entschuldigung, also das ist erstens, also was soll denn das hier, Langhaar? Aber das ist doch eigentlich nur normal, dass man nachfragen will, ob es diesem Menschen hier gut geht. Der liegt einfach bewusstlos. Der hat gerade versucht, euer Auto zu klauen, ne? Soll die Polizei hinzuholen, oder was? Keine Sorge, ich krieg ihn. Kollege! Ich krieg ihn nicht. Fucking VDM Protection. Goddammit, warum gibt's VDM Protection? Stehen bleiben, Hände hoch. Ja, schnappen Sie den Abschaum. Hände hoch, der. Er hat die Hände nicht oben, schießt. Keine Sorge, ich krieg diesmal wirklich. Stehen geblieben! Sorry. Kannst du nicht fahren oder was? Ah, sorry, ich war gerade auf einer Verfolgungsjagd, aber es ist jetzt nicht ganz so gut funktioniert, wie ich dachte. Fahr jetzt einfach weiter, Kollege, komm, hopp. Boss, ich hab schlechte Nachrichten. Was? Ich hab ihn leider nicht bekommen. Egal. Es tut mir leid, Boss, ich kann's wieder gut machen. Nix, macht nix, fahr einfach jetzt. Ja, aber ich wollte doch actually eigentlich ein bisschen was mit Ihnen reden eigentlich. Okay, weswegen? Wegen Gehalt, wissen Sie? So, ich bin überfällig wegen der Miete und so alles, Sie sollten mir eventuell... Ich hab kein Geld. Eine staatliche Organisation mit Geld, wofür zahle ich Steuern? Ich hab mir das vor kurzem mein Auto gekauft. Also wollen Sie mir sagen, ich krieg kein Gehalt oder was? Kommen Sie mal mit mir. Also das Ding ist, ich krieg kein Gehalt von Ihnen, oder wie? So wird es nicht für mich, Alter. Ey, mein Gehalt, Boss! Das ist keine Ausrede, dass Sie mir mein Gehalt nicht zahlen. Ich habe gute Arbeit geleistet für diese Firma, ja? Sie arbeiten bei mir nicht. Boss, natürlich, ich habe gerade eben wieder zwei Missionen erfüllt. Nein, Sie bekommen von mir kein Gehalt. Und jetzt gehen Sie... Also das geht, finde ich, ja absolut ein Schwachsinn eigentlich, so. Geh jetzt oder ich hol die Polizei dazu. Ja, komm, ich sag Ihnen, dass Sie mir kein Gehalt gezahlt haben, sonst will ich zur Polizei gehen. Ja, da sind sie ins Pott, ne? Polizei für Justiz, komm an. Einmal einen Streifenwagen. Hier ist eine Person, die vom Unfallort nicht weggehen will. Ach so, das ist jetzt das Ding, das wir machen. Okay. Alter. Okay, ah! Bei der Pult ist auch, glaube ich, ein Engel. Tja, ich gehe da mal. Das ist mein Zeichen zu gehen. Ich werde ihn wiederfinden. Eines Tages. McDonald's! Chillt hier jemand? Kann ich hier jemand auslachen, weil er fett ist? Denn hier ist ja gar keiner. Ja, stell dir vor, du programmierst einen eigenen McDonald's unnötig hier rein und dann auf eine Liste keiner. Fastfood ist nicht mehr so angesagt, wie es einmal war. Kollege, dürft ihr etwas fragen? Ja. Habt ihr eventuell so ein bisschen Geld für Waffen oder so? Oder habt ihr Waffen für mich? Ich hab leider gar nichts, ich bin absolut pleite. Ja, okay, ihr seid nutzlos. Ah, das ist schade. Okay, dankeschön. Ist das eine Frau? Entschuldigung, junge Frau, ich hätte da mal eine Frage. Ja. Ja. Hallo? Ja, hören Sie mich? Hallo. Okay, es tut mir leid jetzt. Für mich war halt die Frage so, also, wie heißen Sie denn eigentlich? Weil ich habe jetzt etwas ein bisschen so rumgehört mal bei den Leuten. Was denn rumgehört? Ich will erstmal bestätigen, ob das Sie die Person sind. Wie heißen Sie denn? Nee. Erstmal sagen Sie mir hier, worum es geht. Achso, denken Sie, ich bin Undercover-Cop oder sowas? Das ist mein Wagen oder wie? Nein, also ich bin... Mein Name ist Leona Garcia. Henry Gurke, mein Name. Es kamen halt so ein paar Gerüchte, dass eine blonde Frau halt irgendwie ein bisschen nach mir sucht. Das weiß ich nichts von. Leonie, haben Sie gesagt, oder wie? Leona. Ah, ja, natürlich. Das ist ein schöner Name, ja. Dankeschön. Absolut grässlich, der Name. Ja gut, dann sind Sie höchstwahrscheinlich die Person nicht. Aber mir ist egal, was die Leute über Sie sagen, ne? Sie sollen wissen, Sie sind ein toller Mensch und ich finde Sie bestimmt, Sie sind sehr nett. Im ersten Eindruck, ja? Dankeschön. Ist egal, was die ganze Stadt sagt, ja? Ich hoffe, die Stadt sagt sowas nicht, aber... Also ich habe schon einen Begriff gehört, so dass deswegen haben sie mich ja gesucht, weil ich bin bekannt dafür, dass ich Koks und Nutzen halt immer kaufe. Männliche eigentlich hauptsächlich, deswegen war ich ja so verwirrt. Arbeiten Sie hier? Ich bin in der Frack. Ah, das ist schön. Ich mit Gold auf der Brust. Musik passt perfekt. Ja, auf so einem Server mit 152 Leuten chillt und als Frau, der hat dicke kolossale Bella. Hier, perfekt eingepackt. 150.000 für eine Taschenlampe. Okay, ich werde Leute erleuchten. Also wegen meinem Gehalt. Ich komme gleich, Bro. Also jetzt wegen meinem Gehalt, also sie wollen es mir immer noch nicht geben. Sie haben jetzt die Polizei hier, jetzt können wir es erklären. Kannst du den mal wegschicken, der ist die ganze Zeit... Das ist irgendwie gesagt nicht fair, dieser Mann hat mir ein Gehalt versprochen, dafür werde ich ein paar Aufgaben... Pipi und Kaki im Pipi-Kackerland. Entschuldigung. Hallo, mein Guter, ich nehme dich mal bitte mit, das ist eine Polizeiangelegenheit. Alles klar, dann nehmen Sie mich bitte nicht von meinem Auto mit, das ist ja nämlich ganz schön frech. Dann nehmen Sie Ihr Auto und gehen. Das tut mir leid, mein Lieber, ne, aber erstmal einfach random Leute anpacken und an unangenehmen Stellen anfassen. Beschwer dich bei der Polizei, nicht bei mir. Mich interessiert's nicht. Oh, das wird dich noch interessieren, mein Freund. Denn ja? Ich finde sowas ist eine Unverschämtheit. Ja, funktioniert dein Drecksbike nicht? Das brennt ja sogar jetzt schon, Digga. Wenn ich mit dir, Alter. Geh mal weg, Lockenkopf, Alter. Du siehst aus, als könntest du dir das nicht mal leisten. Wenn ich will, verkaufe ich deine ganze Familie, du Knecht. Ey, Xavier, du halt mal die Fresse da hinten. Ey, was sagst du, Also ich verstehe das trotzdem jetzt noch nicht ganz so, wie jetzt das alles so abgelaufen ist mit dir und mir, weshalb du mich einfach so anfasst. Alter, Bro, willst du sterben? Ich weiß nicht, willst du es, weil du fasst mich einfach so an. Ich weiß nicht, ob du das da mal so macht, wenn wir da herkommen. Okay, let's go. Alles klar. Stehst du irgendwie auf Männer, aber da muss ich dich leider auf eine traurige Wahrheit einlassen, denn nicht jeder steht auf Männer. Alles gut, da bin ich gerade ein Falscher.
komme jetzt um am Opa und reiß mir dann meinen Arsch auf, oder was? Auf jeden Fall. Moin, dieser Mann hat mich unnötig angefasst und jetzt bin ich hier hinten. Ey, Kevin. Jo. Halt mal auf die Rückbank. Warum? Da geht mir auf den Sack. Ja, komm, komm. Vielleicht wirkt's vielleicht so als euer Familienmitglied, ja, aber er hat mich einfach angefasst. Bro, Alter, du gehst gerade übelst auf den Pisser, Alter. Steig dich einfach in mein Auto, verpiss dich jetzt. Lauf. In welche Richtung, links oder rechts? Lauf. Ja, scheißegal. Hauptsache, bist du nicht auf meinem Gelände. Geht beides? Geh jetzt, dann tue ich das Tor oder du stirbst. Welches? Es gibt zwei. Das war das Tor. War eine simple Frage, ja, Digga. Oh, ich lebe ja wieder. Jetzt laufe ich, jetzt hätte ich mich eingeschissen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, auf dem Server wird das Ende nichts. Ich mag das nicht. Irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl bei, deswegen gehe ich jetzt zum nächsten. Oh Gott, ich habe eine My Little Pony Friese. Gehen wir mal auf Fast Life. Oh, oh, oh. Das enttäuschendste Lied, was mich jemals enttäuscht hat. Mein Kollege, möchtest du am Leben sein? Natürlich. Sie haben schöne blaue Augen. Ich habe keine blauen Augen. Du hast schöne blaue Augen. Ich bin zufälligerweise Psychiater, brauchen Sie Hilfe? Mir geht's eigentlich sehr gut, warum fragen Sie? Oh, die Haare, brauchen Sie einen Psychiater oder so? Nee. Alles klar, wollten nachfragen, sicher gehen, Sie wissen. Vor allem mit einem Mann, der so schöne blaue Augen hat wie Sie. Ich habe mich gerade einfach in Ihren schönen blauen Augen... Bro, einfach... halt mal bitte die Fresse, du Huren. Ehrlich, Digga. Oh, hier reden fünf Leute. Halt die Fresse, geh aus Engelweiß raus. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz... Ja, geh mal raus. Digga, was bist du für ein Schwanz? Cockblock, Digga, ich hab hier gerade einen Mann aufgerissen. Geh mal raus. Ja, Digga, geh du doch raus. Warum bist du noch hier drin? Ich bin nicht mehr alleine. Nein, jeder hört dich. Jeder hört dich. Ich hör dich auch. Warum bist du hier in-game, Boys? Ja, egal, ihr wart alle meine Cockblocks, Digga. Ich hätte heute voll einen schönen Abend haben können, aber nein. Ah, Baby, sorry. Na gut, man sieht sich, Jungs. Ey, Digga, voll die korrekten Cockblöcke. Moin. Hallo. Sagt, bei dir kriege ich das Stoff? Ich habe keinen Stoff. Aber bei dir kriege ich den Stoff. Wer sagte? Jeder. Bisschen Heroin oder so. Einfach nebenbei hast du nicht dabei oder so. Ich habe nichts. Ich bin sauberer Mann. Ja, okay, wir haben hier einen Möchtegern guten. Okay, verstehe. Ja, alles klar. Ja. Weißt schon, das weiße Pulver auf meinen Arm oder... Ja, verstehe. Wenn ich da nicht kurz was bekomme, dann werde ich gleich die Fliegen verschlucken, die aus diesem Mülleimer kommen. Also du weißt nicht, wo man Drogen herbekommt oder so. Nein, ich weiß nicht, bleib. Du hast dreckige Adidas-Geschmack, das gefällt mir nicht. Verpiss. Digga, halt mal deine Maul. Oh, okay, du bist Fight, den kann ich dir geben, Digga. Moppelchen. In die Fresse gebe ich dir. In deine Schnauze. Hättest du nicht. Oh fuck, okay, du hast keine Waffe. Du hast es nicht gesagt, dass du eine Waffe hast. Okay, ich hoffe, ich gebe mich. Ja, deine gottverdammte Waffe, Jungs. Ich gehe jetzt hier lang und dann mache ich da hinten links eine Biege und dann gebe ich dir nochmal aufs Maul. Kollege, ist jetzt alles cool wieder? Haben wir uns beruhigt? Sind wir Brüder? Sind wir keine Brüder oder keine Brüder? Ja, ich gebe dir einen Fünfer, wenn du dir mit dem Pferdeschwanz anfasst. Einmal kurz reinfahren. Ich gebe dir 9000. Alles klar, schönes Gespräch. Was sag ich das? Ich dachte, das wäre die ganze Zeit ein Mensch. Aber es ist anscheinend. Ich zeig dir, wie wir gut Para verdienen. Wir gehen Koksrouten. Okay, let's go. Da, dieses gelbe Auto stört mich. Ich hätte nie mehr einsteigen dürfen. Ey, nee. Ey, fuck it, upgrade, Bro. Ich will schnell weg hier. Komm schon, kannst du nicht schneller als dieser Kackwagen hinter mir fahren? Du siehst zumindest besser aus. Oh, kann er nicht. Ist er immer noch hinter mir? Nein, der ist weg. Oh, ich will mein Ding alleine durchziehen, Kollege. Wackelnder Booty. Ja, yeah, shake that bitch, Booty. Digga, was ist das? Ich kann das nicht mehr. Ich hab ein fettes Auerbubu an meinem linken Knie, könnten sie eventuell ein Pflaster drauf packen. Alter, sehe ich aus wie ein Mediziner oder wie Benny? Bennys. Also, aber ich weiß nicht, ist das nicht dasselbe? So, dann nehmen sie mir gerade meine Karre weg. Das ist mein Auto, steig aus, du Junkie. Was sind du von mir? Erstens das Pflaster auf mein Auerbubu und zweitens ist meine Karre, Digga. Ich bin mit der gerade rumgefahren. Steig mal aus. Nein, steig du erst aus, dann spiel er sich ab. Geh weg hier! Siehst du, ich sag doch mein Auto, Diggi. Jungs, warte, ich würde dir gerne mal einpacken. So, scheiß auf die Umwelt. Sind die Preise dann auch jetzt ein bisschen... Jungs, könnt ihr ein bisschen mehr Platz machen, sodass ich auch hier noch rein kann? Da bist du überhaupt. Ich wollte mich dazustellen, so einfach. Nein, bitte nicht. Du hast gerade mein Auto geklaut. Ich bin damit gefahren, du hast es mir geklaut, Kollege. Und ich habe immer noch kein Pflaster auf mein Auerbubu, das wie ich schon dreimal verlangt habe. Du bist wie ein Mediziner, was ist los mit dir? Ja, Digga, ist Bennys nicht das gleiche? Ey, Hilfe! Warum kann ich nicht runter? What the hell? Kollege, was sollte das gerade eben? Also, das ist ja wirklich frech. Ja? Sorry. Ich wollte hier diesen Dude hier mal sagen, was soll denn die Scheiße, mich auch wieder einfach unnötig anzufassen. Sorry, wie gesagt, das ist immer noch dieses Ding. Wollte ich gar nicht. Nehmen Sie nicht diesen Weißerring. So, ich hab Mauerbubu, bitte belassen Sie das. Okay. Oh, no. Na gut, das ist fein. Ah, alright. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin eure Gurke, ich habe mentale Probleme und dann das sieht sich. Du bist einfach hart, du bist so hart, wie die fucking Jesus Boxers.